Puddingcreme Kokostorte aus den Zutaten einen Mürbeteig zubereiten wie auf Seite 250 beschrieben. Mindestens 2 Stunden und maximal 4 Tage im Kühlschrank ruhen lassen. Backofen auf 200 vorheizen. Teig kurz temperieren lassen und eine Springform damit auskleiden, dabei einen 5 cm hohen Rand ausformen. Die Torte blind backen wie auf Seite 252 beschrieben. Herausnehmen und abkühlen lassen. Die Backofentemperatur auf 175 reduzieren. Für die Füllung die Vanilleschote aufschlitzen und das Mark herauskratzen. Kondensmilch, Kokosmilch, Salz, Vanilleschote und Mark in einem großen Topf unterrühren bei mittlerer Hitze aufkochen. Klammer auf, Achtung! Beim Aufkochen brennt die Masse leicht an. Klammer zu, 5 Minuten sanft köcheln lassen. Milchmischung vom Herd nehmen, etwas abkühlen lassen und die Vanilleschote entfernen. Eigelbe in eine große Schüssel geben. Die heiße Milchmischung unter ständigem Rühren in die Eigelbe rühren. Die Masse auf den vorgebackenen Boden gießen. Im Ofen auf mittlerer Schiene 45 bis 50 Minuten backen, bis die Füllung gestockt ist. Herausnehmen und vollständig abkühlen lassen. Vor dem Servieren Melonen entkernen und mit einem Kugelausstecher kleine Kugeln aus dem Fruchtfleisch lösen. Auf der Torte verteilen. Hellen Tortenguss nach Packungsanleitung mit Zucker herstellen und die Melonenkugeln damit fixieren.